Dicke Luft in vielen Teilen Deutschlands, ursächlich natürlich die Inversionswetterlage mit der warmen Luft oben, mit der kalten Luft unten. Da gibt es keine Durchmischung und deswegen reichern sich Abgase vor allen Dingen natürlich in den Großstädten an. Jetzt wird die Luft insgesamt ein bisschen besser durchmischt, weil der Wind auch auffrischen wird zwischen diesem Hochdruckgebiet am nahen Atlantik und dem Tief bei Norwegen. Also ein bisschen mehr Schwung kommt dann doch in die Wetterküche. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das ist kein Durchbruch hin zu richtig freundlichem Novemberwetter. Da gibt es immer noch genug feuchte Luft im Land. Und der Tag, der beginnt auch teilweise mit leichtem Bodenfrost. Hier zum Beispiel in den westlichen Mittelgebirgen und auch Schwarzwald, Alb, da muss man örtlich aufpassen wegen überfrierender Nässe. Durch dieses ganze Nebelgeniesel in den letzten Tagen ist halt doch die eine oder andere Straße dann glatt, wenn es in Bodennähe mal kurz unter 0 Grad geht. Da gibt es dann auch noch eine Warmfront, die im Nordosten aufzieht im Laufe des Nachmittags. Am Vormittag sind die Wolken hier schon teilweise dicht und bringen ersten Regen in Schleswig-Holstein. Sind meistens so einzelne Regenschauer im Küstengebiet. Abseits davon immer noch viel Nebel und Hochnebel, örtlich etwas Nieselregen. Am Nachmittag wird es dann tendenziell in der Südhälfte des Landes etwas freundlicher. Da und dort bricht die Sonne durch. Im Norden ist diese Warmfront im Gange mit etwas Regen oder Nieselregen. Richtung Küste kann es auch ein bisschen stärker regnen. Da muss man dann auch auf Aquaplaning achten. Die Temperaturen am Nachmittag mit einem deutlichen Gefälle von Nordwest nach Südost. 12 Grad sind es an der Küste, nur 5 Grad hier in den Nebelregionen. Und zudem frischt auch der Wind dann mit der Warmfront auf. Im Küstengebiet wird es teilweise richtig stürmisch.